Hallöchen, und da sind wir wieder zu einer neuen Runde Greedfall. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert jetzt bei mir, dass ich wieder Greedfall aufnehme. Ich nehme ja zwischenzeitlich auch noch ein anderes Spiel mit auf und es läuft halt eben immer so weiter. Okay, die ist mir einfach durch die Moderation gerannt. Ist ja egal. Ich bin ja eigentlich auch nicht anwesend und naja, egal. Ich hoffe mal, mit dem Mikrofon-Sound, das klappt irgendwie so. Wegen da. Die sehen alle ganz schön komisch aus. So, wegen der Qualität und so. Ich hoffe mal, das passt an sich. Und mit dem Verhältnis laut-leise. Da streiten sich immer die Geister drum. Ob der eine sagt zu laut, der andere sagt zu leise. Und keiner sagt dazwischen, vielleicht das passt. Oder vielleicht einer oder zwei. Aber so viele gucken ja, glaube ich, wieso nie zu. Also, okay, passt schon. Ja. Ich versuch's mal jetzt wieder. Ich hoffe mal, nach dem letzten Update von OBS habe ich mal eine Aufnahme mal so an sich gestartet. Deswegen stand ich jetzt gerade ein bisschen anders da, als wo wir das letzte Mal geendet haben. Da habe ich mich mal ein bisschen so rumbewegt und so. Bei OBS ist ja jetzt derzeit, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier aufnehme, die Version 25.0.8 rausgekommen. Oder ist draußen. Und jetzt versuche ich es mal wieder mit einer 2K-Aufnahme, die aber automatisch von OBS umkonvertiert wird zu Full HD. Sollte also im Endeffekt ein bisschen besser aussehen. Und ich hoffe mal auch genauso flüssig laufen, wie wenn ich gleich in Full HD aufnehme. Weil jetzt ist mein Bildschirm auf 2K eingestellt. 4K ist leider immer noch. Aber dazu habe ich auch ein ich sag's mal so, mein System ist zwar 4K fähig, aber die Performance für 4K klappt noch nicht so ganz. Dazu müsste ich mir eine neue Generation der Grafikkarte kaufen. Was ich aber zurzeit nicht habe, das Geld dafür. Ganz einfach. Ich hätte mir schon längst eine Radeon 7 geholt mit 16 GB, aber ja, ist auch nicht die aktuellste und auch nicht die neueste und so, aber ich habe mal virtuell mein System mal konfigurieren, also mal laufen lassen durch einen Render mit der jetzigen Grafikkarte mit der Radeon 7 mit 16 GB, und da ist der Test mit der Radeon 7 natürlich viel besser ausgefallen als jetzt mit der Vega, die ich jetzt drinne habe. Also um einiges besser, also wirklich Welten besser, vor allem auch in der 4K Performance viel um Welten besser ausgefallen. Nur das Problem ist, die Radeon 7 weiß ich nicht so richtig, die wird nicht mehr ganz so richtig verkauft, oder eigentlich von da, wo ich sie gerne kaufen würde, die haben sie nicht im Sortiment, die haben immer nur die Radeon 9700 drin. Und da müsste ich eigentlich immer wieder so einen Test laufen lassen, ob die 9700er besser ist als die Vega. Naja. Gut, dass wir mal das jetzt mal ein bisschen so geklärt haben. Und wie gesagt, ich hoffe mal, dass es passt mit meinen Einstellungen. Aber es kann auch sein, dass irgendwann das System wieder sagt, überlastet, wir fahren mal wieder runter und bla an Keks. Also es kann alles passieren. Und nochmal ein kleiner Nachtrag. Es kommt auf die Programmierung des Spiels drauf an, ob die mit dem Ressourcenmanagement, ob das gut ausbalanciert ist und so weiter und so fort. Das Spiel ist schon gut ausbalanciert, ja, aber auf ganz andere Systeme. Sag ich jetzt mal so, wie es ist. Also ich weiß nicht, was der Programmierer dafür, also die Programmierer an sich dafür Rechner gehabt haben, aber die sind auf denen ihre Systeme komplett eingeschossen, sag ich jetzt mal, einprogrammiert. Für andere Systeme auch ein bisschen optimiert, aber für das Spiel ist ja schon
lange kein Update mal rausgekommen und deswegen würde ich mal auch sagen, so Performance-Patches und so, die kommen nicht mehr raus. Weil das Spiel ist ja schon seit letztem Jahr draußen, ja. Und das ist jetzt mal so ein kleiner Nachtrag, weil wir haben ja schon 2020, das ist 2019 irgendwann rausgekommen und seitdem nix. Es gab am Anfang mal 1-2 Updates oder 3 Updates, keine Ahnung, die habe ich leider nie gezählt, aber das war's dann auch. Das letzte aktuelle, was auch bei Steam so drinne steht, ist halt eben die Danksagung bei der Community. Okay, ich muss mit den Missionaren sprechen und ich muss mit den Jägern sprechen. Natürlich, ich habe es auch nicht vergessen, wir müssen noch definitiv hier die Heiler zusammentrommeln. So, und mit einer Gottheit müssen wir auch noch reden, also da steht uns noch ein bisschen was ins Haus. Und ich muss auch sagen, was ich auch noch weiß, ein Krieg steht ja auch noch ins Haus. Weil wir hatten uns ja dafür entschieden dann, oder ich hatte mich ja dafür dann entschieden, den einen Offizier laufen zu lassen und mir den zu schnappen, der sonst mit dem Schiff weggefahren wäre. Das muss man jetzt so sehen. Wäre der mit dem Schiff weggefahren, hätte der von Übersee eine Mannschaft zusammengestellt und wäre wiedergekommen und hätte hier Krieg geführt. Somit würde es ein Palisadenkrieg oder ein Partisanenkrieg, da in Anführungsstrichen abgehauene Offizier wird jetzt auch Rekrutierungen machen, um den wieder aus dem Gefängnis zu holen, weil wir haben den ja nie umgebracht, wir haben den ja nur ins Gefängnis gesteckt, den anderen. Und da wird auch definitiv ein Krieg kommen, um den wieder rauszuholen aus dem Gefängnis. Ja, das ist so meine Vermutung. Gut, dann reden wir erstmal mit ihr, weil wir hatten ja das letzte Mal noch mit ihm da unten drin gesprochen, mit dem Heiler. Und er hat uns ja eine Aufgabe gegeben, da müssten wir, glaube, na komm. Da müssten wir ja jetzt, wohin reisen? Bitte den besten Doktor in Hikmet um Hilfe. Gut, dann machen wir das erstmal so. Wir lassen erstmal hier diese Aufgabe erstmal so weit auf sich beruhen. Na komm. Ich muss erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Da gehen wir erstmal wieder nach Hikmet. Und reden erstmal mit den ganzen Doktoren, ob irgendwie einer helfen kann. Weil ja, von ihm haben wir auch eine Aufgabe bekommen. Ich weiß aber nicht mehr so genau welche. Nee, Aktion, Technik. So, haben wir erstmal das Licht wieder ausgemacht. Klar. Oh Gott. Die Schützen, die haut ja richtig in weg hier. Okay, da war ausweichen. Alter, cool. Richtig weggesnackt, also. Vor allem eigentlich weggesnackt, ne? Das klingt ja eigentlich auch so weggefrühstückt, ne? Das ist auch so eigentlich in meinen Ohren eine Vergewaltigung der Sprache. Aber was wollte ich. Aber das ist auch sowas. Das Problem ist, das hört man überall und irgendwann sagt man das selber. Level 27. So. Geschwärzter Bündelrevolver. Okay. Schön. Wird erstmal alles mitgenommen und dann später verkauft. Können wir immer gebrauchen, alles.
Das Interessante ist, ich weiß auch nicht, wie lange das Spiel noch gehen wird. Wir sind ja bei Kapitel 4 oder, ich glaube 4 oder 5, ne? Ich weiß es nicht mehr. Dazu ist es schon wieder ein bisschen zu lange her. Also man muss immer so sehen, zwischen meinen ganzen Aufnahmenintervallen, die ich hier mache, liegen teilweise Monate. Weil ich nehme immer komplett lang am Stück auf. Und dann dauert es Ewigkeiten, bis ich das verarbeitet habe. Und dann dauert es Ewigkeiten, bis die letzte Folge raus ist. Ja. Das ist ja mit den ganzen letzten Folgen so. Ich haue jetzt deswegen so viele Folgen, also täglich wieder eine raus, weil ich die Folgen habe. Weil ich die ja gerade eben besitze, die ganzen... Alter, da. Überall nur Aufgaben. Die zwei haben schon wieder Aufgaben, okay. Wir kümmern uns aber erstmal um ein Heilmittel. Weil irgendwo muss ich auch mal einen Strich ziehen. Um ein bisschen voranzukommen. Okay. Warum habe ich jetzt eigentlich das Licht erst ausgeschalten? Da stand er direkt noch vor mir, einer. The best potions and the most efficient concoctions. All of Alsard's talent put into bottles. Ich wollte schon sagen, du schon wieder. Wir haben den erst verjagt, aber nee, es war ein anderer. Räuber? Das waren zumindest Räuber. Plünderer, ja. Ah ne, ich muss... Es waren Räuber. Das sind ja noch welche. Brutes, leave me. I will follow you nowhere. Come now, be reasonable. Our people require the talent of a doctor, and we would prefer to have the best. But an accident is quick in coming. We won't want to have to settle for second best. I do not know what these brutes want with the doctor, but we cannot let them get away with this. Well, well. What do you want? You need to leave the doctor alone. Is that so? Well, let's see if you can live up to your gigantic mouth. Watch out! Ich kann mir so ein großes Maul leisten. Geht's Ihnen gut, Miss? What a terrible mess. What a bunch of idiots. Thank you for your help. I don't know where they wanted to take me, but those brutes had the most detestable manners. I'm happy to have been of service. Nevertheless, our presence was not a coincidence. Are you in need of a doctor? Indeed. My cousin is suffering from the Malachor. I know that there's no cure yet. But you still hope, because surrender is unbearable. I know that. I came here because I couldn't bear to watch the sick die any longer. I had hoped to never see a case of this disgusting disease. Yet here you are. Your experience with the disease might be helpful in treating his symptoms while we... You hope that a few days can bring you what we couldn't find in years? You are extremely naive. I would like nothing more than to send you looking for help elsewhere. But I cannot refuse you. Not after your intervention back there. You are so helpful, and it is only right that I return the favor. I shall leave immediately for New Serene. I'll do my best to help your cousin with the pain. That's all that I'm in a position to promise. Thank you, Doctor.
I won't ask for anything more. This woman is danke, the best Doktorin. Danke, vielmals. Danke, danke, danke. If anyone can cure your cousin, it's her. I do not know what this doctor is capable of, but she did not seem to believe she could help. We can only hope that she will manage to alleviate his condition. Wir holen trotzdem noch die anderen, beiden. Da braucht ihr keine Angst haben. Wir holen noch definitiv die anderen. Weil besser drei als als Korkeln. Halt! Oh. No one enters! Okay, alles klar. Tschüss! Da gehe ich mal wieder. Ja. Gut, dann können wir wieder abreisen. Ja, genau, dahin. At the fiery flasks, you'll find the quintessence of alchemy. The best potions and the most efficient concoctions. Ah ja, und dass es bei mir halt eben so ruckelig ab und zu mal aussieht, das liegt auch daran, weil ich spiele mit meinem Rechner, mit dem ich auch aufnehme. Das bedeutet, der Rechner hat gerade sehr, sehr viel zu tun an sich. Aber er ist nicht überlastet an sich. Hier oben ist ein Auto, ist ein Fragezeichen. Okay, wir könnten hier schlafen. Ich denke mal, das Fragezeichen geht von irgendeinem von den beiden, von denen hier aus. Gut. Gucken wir erstmal. Okay. Nein. Genau. Da gucken wir erstmal nach. Okay, mit dem muss ich noch reden. Mit dem Jäger muss ich noch sprechen. Die Prüfung des Wassers. Trifft dich mit dem mit Gländern am Rastvorsteher. Ratsvorsteher, nicht Rast. So, Nebenmission. Oh ja. Da haben wir noch, auch noch einiges offen. Aber. Das sind alles so Sammelquests. Petrus. Ich spreche mit Petrus über seinen Plan. Ja, das muss ich auch noch machen. Aber wichtig ist erstmal wirklich das Schicksal von Konstantin. Das ist wirklich das Wichtigste erstmal. Okay, also jetzt erstmal nach San Mateus. Genau, das muss ich noch machen. Aber erstmal hier hin. Gut. Jetzt hätten wir eigentlich die Möglichkeit, klein mit ihm zu reden. Machen wir aber nicht. Was wir aber machen, ist ein bisschen Geld verdienen. Angebot. Die Axt gefällt mir irgendwie. Nee, nur wegen dem Namen. Verkaufen wir das Zeug jetzt oder? Genau. Achso, ah ja, da, nee, das sollten wir noch gar nicht verkaufen. Weil unsere Gefährten. So, erstmal wieder das Licht aus. Technik, Licht aus. Gut. Dann mal auf zum Heiler.
Und dann ruckelt es gerade irgendwie ein bisschen. Das sind gerade mal 20 Minuten, schon fängt das ein bisschen an zu ruckeln. Hm. Also es ruckelt jetzt auch im Spiel, ne? Also jetzt ist jetzt nie die Aufnahme. Das ist jetzt das Spiel an sich. Excuse me, are you Cecilius, the famous healer? I am a healer only through the grace of the Illuminated. What can I do for you, my child? My cousin, the governor of New Serene, is in dreadful pain. Well, that's terribly sad. Was he wounded in combat? Was it during the Coin Guard's rebellion? Alas, no. He is afflicted with the Malachor, and his days are numbered. We're looking for a cure, but... Now that's a true miracle that you require. And I fear that they're extremely rare in these pagan lands. If they are rare in these lands, there would be no sick in Teleme. Your so-called science. Is it any more effective? But I implore you, go and fetch one of your doctors. That will give me time to pray in peace. Aphra, no matter what you think about miracles, you should let us try. My cousin's life hangs in the balance. Superstitious nonsense. Then why not make three laps around the fountain? The result will be the same, just without the annoyance of this conversation. Very well. I shall attempt to find another way to ease my cousin's pain. Farewell, sir. Ich guck dich jetzt ganz böse an. Aphra, musste das jetzt sein? Wir brauchen alle Heiler, die wir kriegen können. Und du machst hier so ein auf Kommerz, Gandalf. Ach, du Heilige. Oh Gott, ey, was ist denn jetzt hier auf einmal los? Cecilius? And here you are again. What are you going to propose to me this time? Überzeugen. Perhaps a large donation would convince you. Grace isn't something that can be bought, and all the gold in the world cannot help you. Perhaps a large donation would convince you. Ich glaube, da muss Grace ich isn't something that can be bought. Okay. Ich hole jetzt mal den anderen. Weil Aphra hat es gerade eben mutterisch versaut. Ich werde versuchen, einen anderen Weg zu ease my cousin's pain. Farewell, Sir. Oh, wenn sie eine gute und starke Kämpferin ist, aber gerade eben hat sie es für uns völlig versaut. Grüße. Na, wo ist denn hier? Ah, da ist er. Petrus. So. Komm mit, Petrus. Wir brauchen deine Überzeugungskraft. Wenn das was bringt. Da hätte ich aber auch gleich am Anfang dran denken müssen. Ja, Entschuldigung. Cecilius? And here you are again. What are you going to propose to me this time? Cecilius, my friend. If there's anyone on this island capable of helping the governor, it is you. Have you not been blessed by the Illuminated? Is it not your obligation to aid our allies? Without them, who knows what would have happened to our holy city during the plot? Petrus, you always knew how to weave words to get what you want. Very good. I'll go to New Serene and try to ease the governor's pain. But do not feed on vain hopes. There are trials that we must accept to undertake with humility.
Thousand thanks, Caecilius. May the Illuminated go with you, my child. There is no miracle that he cannot accomplish. I will pray that you find this cure that we need so desperately. I have not lost hope. Caecilius is an extraordinary healer. I'm certain he'll be able to at least alleviate Constantine's pain. I do not know your magic very well. But if it's so powerful, why would you have to come here to look for an antidote? All I'm hoping for is that he will manage to give my cousin some time and some respite while we look for an antidote. Gut, dann können wir wieder zurückreisen. Das könnte aber auch wirklich sein, dass hier die Licht- und Schattenberechnung verdammt mörderisch reinhauen, weil ich das ja relativ dunkel gehalten habe. Und da ist ja die Berechnung von Licht und Schatten ja viel höher. Ja, wie gesagt, also ich hab ja einen Benchmark-Test hier durchgeschmissen bei dem Spiel. Also nicht bei dem Spiel, sondern hier durch mein System. Und da bin ich auf 19.000 Punkte gekommen mit DirectX 11. Also von einer Wertung von 19.000 Punkten. Also war schon nicht ganz schlecht. Aber bei Full-HD-Auflösung. 2K geht es natürlich schon runter. Und bei 4K war es bei mir ganz weit unten. Also war es gerade mal so bei 3.000 bis 4.000 Punkten. Also ist schon ein Riesenunterschied. Gut, dann sprechen wir mit ihm. Hallo. I need to speak with you, my child. Yes, Petrus. What is it? I've come up with a plan to put what we've learned about the Mother Cardinal to use. Do tell. You will have to take part in a fight in the arena, and we must make sure that the odds are high. To do this, you'll have to face a champion. This will lure her in. That would effectively raise the odds, but the risk is they'll bet against me. That may be the case. But the highest bets are based on the exact time of the defeat. I see. We are going to make the Mother Cardinal believe that I will lose at a specific time. And by doing so, you'll win something bigger than a fight. This will make her lose a considerable amount. Exactly. I've even taken measures to make sure her usual moneylender is unavailable. Without knowing it, she will come to me looking for gold in order to place her bet. And she will be at our mercy. Is this how you settle scores in Teleme? This is how all scores are settled, my child. Or on the battlefield. But that's much dirtier. So, what do you say? It's a complicated plan, but an effective one. Let's put it in motion. Let's go back to the St. Matthias bookmaker. Your skills seem to interest him. Wir brauchen sie für die Heilung. Weil wenn wir nochmal gegen den... Okay, also machen wir jetzt erstmal... Also bevor wir jetzt wieder zurückreisen, machen wir noch schnell den Arena-Kampf hier, weil wir gerade mal hier sind. Okay, wir sind, glaube ich, verkehrt. Gut, dann gehen wir jetzt noch runter. Okay. Grüße. Good day. Welcome. You here to wager? To fight? I want to challenge the champion of the arena. A champion? Really? Now, you were asking about Candy Cane. It wouldn't be him that sent you here by any chance. No, no one has sent me. I'm looking to make a reputation for myself. Ah, that sounds better. It's true, you have talent and the public does like you. Let me think. There is Briscard, one of our old champions. It's been a while since he fought, but he did ask me to set something up for him. He's not a youngster anymore, but his name is known. And he's a killer. I'm warning you.
This Briskard sounds like the perfect opponent. A deal! I'll work on getting things ready for the combat and line up the betting. Until then, make sure you're ready. It'll be a duel. Your friends will need to stay in their seats. As soon as you're ready, you'll just need to go and see the Arena Master. We should go and see Candy Cane, so he can set up our deal. So when you win, she will lose her bet. Okay, sollen wir mit der Mutter Kardinalin noch sprechen? Alles klar, aber das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao.